So, und da wir jetzt schon vor dem Endkampf stehen, sozusagen, gucken wir doch erstmal, ob die hier noch was sagen. Nicht, dass wir da was verpassen. Nö. Oder die da. Hallo. I hope I am not interrupting your lunch or Nein. Is it dinner time? Anyway, our scientists came up with an idea for a new kind of MP3 player. It has so much space, I can barely handle it. For example, you could upload all our classical movies, every Hindi song known to men, and you still have room for, I don't know, other things. And it's the size of a nail. Okay, I'm sorry, but aren't you the least bit concerned about the war? You guys are in it, you know? Of course I am. Wars have soundtrack, and how will you listen to that soundtrack? You must have an MP3 player. Steam to your the one who not thinking things through. So we still need some salvage from Nazi ships to finish our MP3 prototype. Aha. Thank you for your assistance, sir. Unbelievable. Die wollen also wieder Wrackteile. Das ist ja nicht so doll. Docking operation completed. Okay, wollte nur gucken, ob ich vielleicht doch noch zum Banzai wechseln kann. Aber nein. Gut, da hier jetzt aber keine Nazi-Schiffe mehr rumfliegen, ist das hier unsere einzige Quelle. Achso, da komme ich nicht hin, weil ich erstmal um den Mond rum muss. So, jetzt sollten wir da gleich hin können. Da will ich hin. Oh. Guten Tag. Bei Handings vor. Was mir nicht so gefällt. Am Baum bin ich schon wieder auf die. Schnell weg. Also nicht weg, aber ein bisschen Abstand. Drei Handlings sind sogar. So, schicken wir den nochmal ab, hoffentlich. Ah, oh, wie viel Energie brauche ich da? Wow! Wow! Das war ein Volltreffer. Admiral Kreuz-Flaggschiff. Was ist denn Flaggschiff? Okay. Wisst ihr was? Viel Spaß. So. Das wäre nur Handings, ja. Aber das sind ja Flaggschiff angebliche. Na, doch, die sehen doch anders aus. Die will ich noch erledigen, die Flaggschiffe. Das muss sein. Wow.
Halt, dieser Koloss ist echt krass. Aber okay. Wir kriegen alles klein. Wir machen das schon. Gott. Der hält aber viel aus, muss ich sagen. Dankeschön. Den holen wir uns doch mal. Da fliegen auch die anderen. Dankeschön. So, und dann gucken wir doch mal. Der müsste doch bald fertig sein hier. Jawoll. Das ist war nur ein Handling, bloß eben. Ja, aber Spaß mal als Edward Kreutz Schiff benannt. Naja, wegen der Musik kann ich das übrigens alles nicht monetarisieren, aber ich wollte sie trotzdem anlassen. Kann ich aber hier jetzt, bald zu Ende sagen. Ja, wir kriegen so ein Handling echt schwer tot, ne? Was? Und jetzt ist er drauf erst. Toll. Jawohl, wir haben ihn. Boah, ich wollte doch die Dinger da abschießen. Transferring energy to shields. Transferring energy to weapon systems. Dann eben nicht. Transferring energy to weapon systems. Machen wir uns die Tore so auf. Transferring energy to weapon systems. Na wohl, warte mal. Vielleicht kriegen wir wieder. Oh. Ein Filmchen wieder. Ja, das passt jetzt nicht so wirklich rein hier in den Geschichte, weil man jetzt nicht weiß, wer das ist. Oha. Oha. Dann wollen sie wohl auf die Erde zielen. Schielen, wollte ich gerade sagen. Hilfe. Hilfe. Och Gott. Ja, ist mir alles egal. Hauptsache, ich komme hier durch. Oh, das geht ja. Ja, ich würde da gerne hier raus. Habe ich nichts dagegen, hier rauszugehen? Wo ist denn? Da ist der Ausgang. Gas geben. Aha. Mussten so schnell genug weg. Da habe ich nur gewundert, dass ich nicht auf die Außensicht kam. Und wir haben es geschafft.
was ziemlich einfach war. Yeah. Wuhu. Geilo Krassimatico. Ja, das habe ich mir gerade ausgedacht. Das war's. Ein ganz tolles, episches Ende. Schade. Das enttäuscht doch ein bisschen. Für dich zumindest. Die Filmsequenzen haben da nicht wirklich reingepasst, ganz ehrlich. Aber das ist nur meine Meinung. Es ist laut. Der Abspann. Ansonsten war ganz lustig, die abzuschießen, aber es wurde doch ziemlich repetitiv. Und das ist echt sehr laut. Ich lass mal lieber so. Und rede gleich weiter. So, jetzt ist die Musik hoffentlich vorbei. Sieg, Reputation. 65.566. Pff, ist mir doch wurscht. So, das war's. Das war tatsächlich jetzt das Ende. Wir haben noch hier die zweite Flotte. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir starten einfach mal. Eine Mission im Logbuch. Okay. Logbuch. Halten Sie die zweite Flotte auf. Der Gegner hat alle verbleibenden großen Schiffe an den letzten Angriff angeboten. Okay. Okay. Machen wir das doch mal. Was haben wir hier eigentlich für ein Schiff? Ach, hör doch auf. Beste Schiff, das sehe ich nicht gerade hier. Noch eine Reingold. Ist aber ziemlich... Naja. Ich wette, das wird nur so ein... Gott, habe ich wenig Energie. Okay. Calculating flight trajectory. Fliegen wir kurz zurück. Executing flight. Flight completed. Sind denn hier noch andere Schiffe angedockt wenigstens? Die ich mir holen kann. Executing docking operation. Aber ich wette, das wird nur so. Hier kämpfe unendlich gegen Gegner. Okay, Schiff wechseln. Spitfire. Oh, wir können auch den Kadam. Und die haben keine Upgrades. Okay. Battle report. Fighter squadron has destroyed an enemy squadron. Okay, ich verstehe. Man kann hier also die Schiffe wechseln. Machen wir doch mal hier. Gehen wir doch mal mit dem. Haben wir hier auch. Nee. Haben wir keine. Tollen Dinger.
Ach, die kommt von überall. Okay. Einfach nur. Die kommen jetzt von überall sozusagen. Show me what you got. Salvage detected. Battle report. GW Bush engaging enemy squadron. Your fleet engaging enemy squadron. Transferring energy to weapon systems. Was war's? Müssen uns wahrscheinlich dann hier das immer einsammeln. Und unser Schiff verbessern. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so spannend ist, weil haben wir jetzt im richtigen Spiel schon gemacht. Und hier nochmal dasselbe, nur halt ohne. Interessante Handlung noch drumherum ist ein bisschen, naja. Es ist ein bisschen lahm, ne? Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Das wird schon immer mehr. Das ist schön. Sammeln wir mal schön ein. Gucken, wo die Valkyrie ist. Da. Nun, den können wir einsammeln. So. Das war das. Battle report. Mir fleet has destroyed an enemy squadron. Kurierraumstation. GW Bush engaging enemy squadron. Die ist also auch da. Mal gucken. Will mal sehen, ob es hier noch andere Schiffe gibt. Bestimmt den Zerg. Vielleicht noch die Banzai. Mal gucken. Ja, den Zerg sehe ich schon. Docking operation completed. Dann kann man hier sozusagen. Und das ist die Banzai. Sein Lieblingsschiff sich holen. Bleiben wir aber jetzt mal bei dem, weil der hat ziemlich gute Schilde. Können ja hier mal ein bisschen upgraden und dann gehen wir wieder ab. Ich glaube, ich werde jetzt aber nicht das komplett durchmachen, weil wäre ein bisschen doof, oder? Was haben wir denn da? Walter, oh. Handling Valkyrie 3. Rheingold, na, Rheingold ist doof. Nimm mal die Walter. Die Walter. Die ollen Dinger da. Valkyren. Triffst du den jetzt mal? Meine Güte. Ich schätze mal, das ist echt dann Sinn der Sache hier. Rumfliegen, Dinger töten, upgraden, weiter rumfliegen. Ich weiß nicht, ob das hier jemals ein Ende findet. Ich glaube, das wird aber nicht gut enden hier mit unserem fetten Ding. Oh Gott.
Mal lieber hier weg, kurz. Wo ist denn der Salvage? Den will ich noch mitnehmen und dann... Schnell weg. Alter Schwede, das war schon ein bisschen heftiger. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt nicht zu Ende. Wir wissen jetzt, worum es geht. Wir machen ihn dann. Halt, hör doch mal auf. Gott. Hilfe. Ich will das nochmal andocken. Das geht doch. Upgrade. Kann man so viel upgraden? Das ist echt schlimm. Na gut. Ich glaube, wir müssen ablegen. Ne, wir können auch hier beenden. So. Ja, beenden. Wir haben noch den Meteorblitzkrieg. Okay. Was? Wir sind ein Nazi. Okay. Ich mach euch alle. Das Deutsche Reich muss weiter bestehen. Da kommt der Feind. Und wir haben natürlich. Wir hätten ja wenigstens Maschinenpistolen. Ja, dann haben wir auch Maschinenpistolen geschossen. Doch Nazis. Gott, sind die weit weg. Bin ich mich veralbern hier? Ich bin Nazi, ich will töten. Ach, komm schon. Ich kann auch die Dings nicht umsetzen. Also umstellen. Die Energie. Und Nazis sammeln anscheinend keinen Müll auf. Finde ich interessant. Ansonsten fliegen tut es gleich. Also kein großer Unterschied. Da sitzen wir schon mal in einer echten Reichsflugscheibe und dann sowas. Im Prinzip ist es alles mehr vom Gleichen, würde ich sagen. Bloß, dass wir halt jetzt auf Nazi-Seite sind, aber diesen Unterschied macht das auch nicht. Das Schießen ist genau gleich. Es fehlt nur eine Funktion im Prinzip. Nämlich das Energie umzustellen. Da sind unsere tollen Zeppeliner. Kann man da irgendwie andocken? Nö. Da stand irgendwas von Docken in der Raumstation an, aber der Tipp ist hier wohl hinfällig. Ist auch keine Raumstation. Lauf mal ab. Die sind aber schwach, ganz ehrlich. Wo wären die nur ohne uns gewesen, ne? Wir haben alle den Arsch gerettet. Ah, ich glaube, jetzt mache ich jetzt hier Schluss. Das bringt ja nichts weiter.
Ihr seht, alles mehr vom Gleichen. Das soll man jetzt hier 20 Minuten machen. Was bist du? Die Heinrich. Das ist die Hermann. Wer bist du? Hast du keine Ahnung? Doch, da. Die Bitter... was? Bitterolf? Jetzt kommen wir auch noch russische Verteidigungssatelliten. Geht's mal bitte aus dem... Danke. Gar nicht mitbekommen hier. Weil ich so sehr auf den Namen geguckt habe. Na gut. Aber ich glaube, das reicht dann. So toll ist die Reichsflugscheibe auch nicht, weil sie genau sich selbst gleich steuert wie die anderen. Schade, schade, schade. Aber naja. Wir sehen uns dann irgendwann wieder in einem anderen Let's Play, würde ich sagen. Also, bis denn. Tschüss. Und danke fürs Zusehen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ihr seid hier toll. Also, bis denn. Tschüss.